Gude, hier ist der Marco vom Offcast und ich möchte heute starten mit einem kurzen Vorwort, denn wir blicken heute auf ein komplett neues Format, eine Art Kneipengespräch zusammen mit dem AT. Wir haben uns gemeinsam kontaktiert und festgestellt, ja, wir machen ja auch beide einen Podcast, AT, bekannt aus Leverkusen, in Offenbach vielen ein Begriff, und da kamen wir auf diese Idee, einfach mal einen Podcast gemeinsam zu machen. Sehr schnell stellt sich natürlich dann die Frage, was machen wir eigentlich, worüber sprechen wir? Und wir haben uns dann auch ganz schnell dazu entschieden, einfach mal drauf loszusprechen, ohne ein Skript, ohne alles. Das heißt, ein richtiges Kneipengespräch, kann man so sagen, mit verschiedensten Themen. Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Es ist nicht nur Kickers dabei, sondern auch ganz andere Fußballthemen, grundsätzliche Themen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei und los geht's. Hier meldet sich das Kickers-Stadion Biberer Berg. Offcast, der Kickers Offenbach Fan Podcast. Kickers sind wir. Und dann sage ich hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zum Offcast, dem Fan Podcast von Kickers Offenbach. Ich bin wie immer der Marco und ich sitze heute im wunderschönen Leverkusen. Mhm. Bei unseren Freunden, kann man ja sagen, beziehungsweise genauer gesagt beim AT. Mhm. Und wer den AT noch nicht kennt, der sollte mal schleunigst die App herunterladen. Football was my first love, denn dort ist er bekannt unter dem Podcast-Titel oder mit seinem Podcast Heiße Kurven, treue Typen, wo es hauptsächlich um die dritte Halbzeit geht. Ja, es ist ein Schwerpunkt, sagen wir mal. Ja, das stimmt schon. Hoolbande 80er, 90er ist so eine Reihe, die wir gegründet haben letztes Jahr. Aber ansonsten mache ich natürlich auch mit ganz normalen, mit jedem Fußballfan Interviews. Ne? Also genau. Ich bin da jetzt nicht festgelegt. Ne? Genau. Könnt ihr reinhören dann, genau. Genau, und wir sprechen ja heute mal so ein bisschen über Kickers Offenbach und Bayer Leverkusen. Zum Beispiel. Auch natürlich auch über diese gesamten Erfahrungen, die du so gemacht hast. Dritte Halbzeitmäßig, wie war es auch früher? Du bist ja auch jetzt nochmal nicht die neueste Generation. Ja, ich bin ja schon ein paar Jahre älter, glaube ich, als du auch. Du bist jetzt 35, glaube ich. Genau, richtig. Ich bin schon 51, aber gut. Ist nicht schlimm, wir kommen klar und klar, können wir da viel drüber erzählen, logisch, ne? Genau. Klar, wir sind beide Podcaster, ne? Das ist für mich auch immer ein spannendes Thema, man merkt das ja direkt so, wenn man sich unterhält, wir haben uns auch quasi heute erst richtig kennengelernt persönlich, ne? Genau. Ne, vorher kannten wir uns nur vom Telefon und vom Schreiben, ne? Klar, Corona-bedingt haben wir uns quasi noch nicht im Stadion kennengelernt, ne? Beim OFC oder in Leverkusen, ne? Leider ja. Ja, aber jetzt sitzen wir hier und wir kommen klar, wir beide, und vielleicht erzählst du mal, du hast vor einem Jahr angefangen ungefähr, ja, wie dein Einstieg war ins Podcasterleben. Einstieg. Ja, das würde mich als erstes mal interessieren jetzt. Einstieg ins Podcasterleben. Also grundsätzlich ist es so, dass ich ja nie irgendwie so gesagt habe, ich brauche unbedingt mal einen Podcast. Also ich habe es noch nie gemacht, keine Ahnung davon gehabt und immer mal wieder Podcast gehört. Und man muss sagen, das sage ich jetzt wirklich ganz offen und ehrlich, du warst eigentlich mit meiner größte Inspiration. Echt jetzt? Ja, ich habe viele... Jetzt willst du dich einschleimen. Nein, ich will mich tatsächlich nicht einschleimen, sondern jetzt auch den Gruß an den Pini. Du warst der Grund, warum ich dann mich entschieden habe, dann auch das große Abo bei Football's My First Love abzuschließen. Aha, und ja. Damit ich deine Folgen zum Teil komplett hören konnte. Immer auf, war viel unterwegs, beruflich, viel im Auto gesessen, viel deine Podcasts gehört, hat mich sehr, sehr gefesselt. Und dann habe ich dann gedacht, ja, gibt es eigentlich sowas vom UFC? Gibt es nicht. Und ich wollte eigentlich so zwei Fliegen in einer Klappe schlagen, weil, was mir aufgefallen ist, ich kam ja sehr spät zum UFC, und beim UFC war es wirklich so, es gibt ganz viele verschiedene Fanströmungen, ganz viele Punkte, aber viele Dinge, die so rund um den Verein passiert sind, die bei uns absoluter Standard sind, die wir so als gegeben wahrnehmen, darüber wissen wir eigentlich gar nicht so viel. Mhm. Ja? Also mal so ein schönes Beispiel, Kollektiv 7-1, unsere Ultras, warum heißen die eigentlich 7-1? Konnte mir keiner beantworten und so weiter. Dann habe ich gesagt, hey Mensch, es müsste doch eigentlich irgendein Medium geben. Irgendwas, was die Leute über den UFC auch informiert. Mhm. Und dazu kam dann, das wäre leider in Offenbach, du weißt es ja auch sehr genau, zwei tragische Schicksale erleben mussten, beziehungsweise zwei sehr, sehr große von unserer Fanszene sind ja von uns gegangen Anfang 2020. Ja. Und das ist einmal der Streu und einmal der Tara Basler. Mhm. Und
Ja, und dann habe ich dann gesagt, die haben so viel zu erzählen gehabt. Es gibt so viele Geschichten, aber es wurde irgendwie nie konserviert. Mhm. Warum geht man nicht einfach mal hin, spricht mit den Leuten und packt das in die Konserve? Zum einen, um zu informieren, aber zum anderen, um auch wirklich diese Storys irgendwie festzuhalten. Mhm. Und so bin ich zum Podcast gekommen, habe natürlich keine Ahnung gehabt. Ja, das ist tatsächlich so ähnlich wie bei mir. Klar, ich hatte auch ja wenig Ahnung vorher und mich kaum mit beschäftigt, bis vor 3 Jahren halt, bis mir so ein Kumpel den Floh ins Ohr gesetzt hat. Und dann habe ich halt einfach losgelegt und es war vom ersten Tag an irgendwie voll geil, hat voll Spaß gemacht. Mhm. Ich hatte so richtig Feeling dafür irgendwie und hatte sofort auch nach diesem ersten Gedanken sofort mein eigenes Konzept im Kopf gehabt, das mache ich so und so. Und habe mich auch gar nicht beeinflussen lassen von irgendwas anderem. Habe gesagt, ich mache das so, wie es mir gerade im Kopf rumspinnt. Und das mache ich seit 3 Jahren so. Ne? Ja, krass. Und tatsächlich auch mit diesem Storys festhalten, finde ich einen total wichtigen Punkt. Ne? Dass man quasi das der Nachwelt auch ein bisschen hinterlassen kann, ne? Diese Storys. Weil wir haben doch unser ganzes Leben lang, seit ich denken kann, seit ich zum Fußball fahre, sitzt du abends in der Kneipe, du sitzt im Bus zur Auswärtsfahrt und erzählst dir irgendwelche Storys. Genau. Das ist ja so ein bisschen das... Der Running Gag eigentlich. Ne? Absolut. Ne? Und ich habe immer zu meinen Kumpels gesagt, schon wo ich 18 oder 20 war, sag mal, voll geil, eigentlich muss das ja einer aufschreiben. Damals, klar, damals gab es ja noch keinen Podcast, kein Internet. Ja. Wer schreibt denn das Buch so ungefähr? Ja. Ich wurde dann immer in den Fokus genommen, du musst das Buch schreiben. Ich sage, ja, habe ich keinen Bock, bin ich viel zu faul für. Ne? Eben. So, das ist ja viel voll die Arbeit. Und der Podcast ist eine super Sache. Ne? Wir müssen uns jetzt hier nicht die Finger wund schreiben, sondern ne, wir nehmen es halt auf. Ja. Erzählen die Geschichten, wie sie gewesen sind, ne, wie wir uns erinnern, mit ganz vielen Leuten. Und super spannende Zeiten erleben wir, ne? Und absolut. Ich genieße ja auch diese Podcast-Aufnahmen mit den Leuten, weil man so viel erfährt. Ne? Ja. Auch wahrscheinlich du in Offenbach genauso wie ich in Leverkusen. Absolut. Und auch von den Auswärtigen natürlich. Und das ist einfach geil. Ne? Das macht ja mega Spaß. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich schon früher die Storys gehört habe von, ich sag mal, von meinem Opa, der damals selbst Fußball gespielt hat in einer Gauliga, muss man sogar sagen. Da habe ich auch als kleiner Junge schon da gesessen und richtig zugehört. Weil da glitzern die Augen. Absolut. Ne? Ja. Und wenn du dann, wenn du das jetzt weiterspinnst mit dem Podcast, das immer wieder neue Geschichten und was war denn eigentlich da und vor allem das Krasse ist, du findest, du hörst immer wieder so, ach, das wart ihr. So, das ging doch durch ganz Deutschland oder was weiß ich, ja, das, so du warst das. Ja, also es gab's so, also ich finde es einfach nur grandios, also es macht mega Spaß. Also ich habe dann ganz, ganz viele Sachen auch inzwischen rausgezogen in den 3 Jahren, wo ich es jetzt mache. Zum einen, wenn ich jetzt mit Leuten aus Leverkusen spreche, ne, wo ich ja selber oft mit unterwegs war und die Leute auch 30, 35 Jahre kenne. Und dann mache ich mit denen einen Podcast über irgendwas und erfahre Dinge, die ich noch nie gehört habe. Voll die spannenden Storys und denke so, das gibt's doch gar nicht. Ja. Warum hast du mir das denn nicht vor 25 Jahren erzählt? So, ja, ne? Absolut. Oh, keine Ahnung. Ne? Einmal das. Und das Zweite, was jetzt noch dazu kommt, gerade mit dieser Hulban-Geschichte, die ich da mache, ich erzähle, unterhalte mich mit den Düsseldorfern und die erzählen mir die geilsten Storys hier, Altstadt gegen die Münchner, bla bla bla. Mhm. Und ein paar Wochen später sitze ich mit den Münchner am Tisch und die erzählen mir die Story aus ihrer Sicht. Ja, krass. Was dann auch wieder total spannend ist. Und ganz oft, zum Glück, heißt es dann, ja, stimmt. Mhm. Ne? Die haben es richtig erzählt. So war es. Da haben wir auf die Fresse gekriegt und da waren wir, ne, da waren wir immer besser. Das ist so geil, ne? Kriege ich auch direkt eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie dieses Feedback dann ist, ne? Im Podcast. Die Münchner wissen genau, was die Düsseldorfer erzählt haben, bei mir im Podcast, und sagen dann, ja, das war richtig, das stimmt. Super geil. Super geil. Die hassen sich zwar eigentlich total, aber auf der anderen Seite sagen sie, nö, faire Sportsleute und so, ne? Super geil. Aber ich finde auch ein ganz wichtiger Punkt, warum ich diesen Podcast auch wirklich so schätze oder überhaupt dieses Medium, ist, weil es wieder das macht, was Fußball macht. Also es sprich Menschen zusammenbringen. Mhm. Ich meine, wir hätten uns wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit wäre vielleicht ein bisschen da gewesen, dass wir uns kennengelernt hätten. Ja? Fanfreundschaft? Absolut, gar keine Frage. Es könnte sein, dass wir uns vielleicht im Stadion oder irgendwo auf einer Auswärtsfahrt kennenlernen würden. Aber dennoch, viele Menschen, mit denen würde man nicht so in den Austausch kommen wie beim Podcast. Man merkt, ach hey, der Gegenüber ist ja total in Ordnung, wo man vielleicht früher dachte, ja, man weiß ja nicht, was das für einer ist oder so. Ja. Und es bringt einfach Menschen zusammen. Und ich finde, das ist das, was Fußball ausmacht. Das ist das, warum ich Fußball liebe. Und ich, wie gesagt. Ja, die Emotionen, die da auch drin stecken, die hört man ja auch bei vielen. Diese Leidenschaft, das ist ja auch das, was ich so ein bisschen im Untertitel habe. Hier Fußballfans zwischen Leidenschaft und Fanatismus, glaube ich, habe ich es damals genannt. Genau. Aber diese Leidenschaft ist bei mir immer so im Mittelpunkt. Ich will halt Leute finden, ich meine, kenne zum Glück auch genug und lerne immer wieder neue kennen, die das halt wirklich mit ganzem Herzen leben. Ne? Mhm. Zu ihrem Verein stehen, auch wenn die nur scheiße sind. Ihr seid ja auch ein gutes Beispiel. Seit Jahren unterklassig, Aufstieg ist ja irgendwie auch nicht mehr drin, scheinbar. Ja. Wir hoffen zwar jedes Jahr mit euch, ne? Ja. Aber es geht ja auch jedes Mal wieder schief. Aber du weißt, was ich meine, ne? Dieses Feeling rüberzubringen, das ist ja das Entscheidende. Ne? Ich habe letztens gehört, Offenbach steigt dann auf, wenn Leverkusen Meister wird.
Ja, dann können wir uns einsetzen. Dann haben wir beide verloren. Ja, das ist natürlich ein schöner Satz. Irgendwo, aber tief traurig eigentlich auch. Ja, ja. Ich habe das Thema Meisterschaft für mich schon lange abgehakt. Also eigentlich schon seit 18, 19 Jahren. Ich glaube, letztes Mal 2002, wo wir ja 5 Punkte Vorsprung hatten, irgendwie 3 Spieltage Verschluss vor Dortmund. Ich weiß. Oder eigentlich schon Meister war es, gefühlt. Da war ich auch im Stadion bei der Meisterfeier. Ich war damals ja in Dortmund unterwegs, wie du ja vielleicht im Podcast mal gehört hast. Ja. Ich habe mich leider damals sehr gefreut. Ja, war das nicht sogar ein Abseitstor vom Everton kurz vor Ende? Wer weiß, wer ist weiß. Ist auch scheißegal. Aber das ist, danach habe ich für mich, nachdem wir ja, ich glaube, 4-mal Vizemeister waren und sagen wir mal 3-mal relativ nah an der Schale waren. Unterhaching ist natürlich ein Thema und dann das 2 Jahre später nochmal, wo du gefühlt eigentlich schon Meister bist, wo du denkst, ich kann mir vorstellen, wie es jetzt wird in den nächsten Tagen, einfach nur am Tischen tanzen und so. Und dann wirst du wieder voll runtergeholt, wirklich mit Fangschuss und dann ab. Ne? Absolut. Und da hab ich habe 2002 gesagt, das war's jetzt. Ich habe die Schnauze voll, ich war echt durch. Ne? Ich bin mein Leben lang Fußballfan, ich habe gesagt, ich will von Meisterschaften nichts mehr hören. Ich möchte nächstes Jahr gerne mal um Abstieg spielen. Ne? Wir sind ein Jahr später wirklich fast abgestiegen. Ja. Unfassbarerweise mit der Vizemeistermannschaft, ja, mit der Champions-League-Finalmannschaft. Aber das war für mich so durch. Ne? Und jetzt auch jetzt, sagen wir mal, vor einem halben Jahr haben wir ja auch mal auf Platz 1 gestanden im Dezember vor München noch. Und da fingen auch bei den Ersten bei uns hier wieder an, gerade die Jüngeren. Ne? Ich meine, ich mache denen ja keinen Vorwurf. Ne? Mhm. Aber ich kann das nicht mehr hören. Ne? Ja, wer weiß, nächstes Jahr, ne? Im Mai, da spielen wir drum. Ich reagiere da gar nicht mehr drauf. Das kann ich mir gut vorstellen. Bei uns ist es ein bisschen anders in Offenbach. Mhm. Bei uns ist das Thema, also das Wort Aufstieg, das siehst du überall und die ganze Zeit. Ja. Auch wenn man sagt, man möchte es nicht mehr so thematisieren und so weiter, es ist einfach die ganze Zeit präsent. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich kann es auch nicht mehr hören. Mhm. Und ich habe noch gesagt, wenn wir jetzt aufgestiegen wären, was wir mal wieder sowieso nicht sind, aber wenn wir mal aufgestiegen wären, jetzt in Corona-Zeiten, hätten wir es sowieso nicht richtig feiern dürfen. Also von daher... Scheiß drauf. Ja, inzwischen... aber ja, lass uns doch mal ganz kurz darüber sprechen. Ich meine, wie bist du eigentlich... Lass uns mal anders anfangen. Wie bist du eigentlich mit Kickers Offenbach zum ersten Mal in Kontakt getreten? Ja, also klar, die Fanfreundschaft war natürlich mir ein Begriff. Ich war tatsächlich bei diesem Relegationsspiel, das war 1982. Hier, Relegation war ja, Offenbach war ja Dritter, glaube ich, in der zweiten Liga und wir waren Drittletzter, 16. in der Bundesliga. Da war ja damals noch diese Relegationsspiele. Gibt ja heute auch wieder, zwischendurch gab es immer nicht. Auf jeden Fall war das klar, Offenbach gegen Leverkusen. Das war mir schon klar, dass da eine Fanfreundschaft irgendwie gibt. Auf Aufnähern gesehen, auf Fahnen vielleicht oder mit irgendwelchen Leuten gesprochen, obwohl ich ja halt erst 12 war. Aber das war mir schon so ein bisschen präsent. Und dann war ich auch im Stadion halt bei dem Spiel, war ja auch fast ausverkauft. Und ich hatte auch keine Karte mehr in unsere Kurve gekriegt. Und war dann im Gästeblock quasi, bei den Offenbachern gestanden. Und das Spiel war ja auch spannend. Ich glaube, 2-1 für Leverkusen ist ausgegangen. Mhm. Und dann, damit waren wir halt gerettet und ihr war halt nicht aufgestiegen. Mhm. Und dann sind da halt auch 1000 Leute auf den Platz gerannt. Fand ich natürlich super spannend als 12-Jähriger. Ne? Ein ganzes Spielfeld voller Leute mit Fahnen und am Schreien. Und dann rannte dieser ganze Mob Leverkusen auf dem Spielfeld geschlossen Richtung Gästekurve. Mhm. Da wurde einem schon mulmig. Ich dachte, boah, was geht denn da ab? Das sah auch super aus, ne? Und dann standen alle vor der Kurve und alle waren am Feiern. Bayer und der OFC oder was haben sie gesungen und die Offenbacher haben mitgesungen. Ja, krass. Ey, mega Erlebnis. Wie gesagt, wieder Gänsehaut. Ich auch gerade. Super geil. Und da dachte ich, boah, voll geil. Das muss ich natürlich irgendwann auch mal erleben. Ja. Und dann so mit, ich glaube mit 14, 15 wahrscheinlich auch mal mit dem Kumpel nach Solingen gefahren. Ist ja nicht weit von Leverkusen, wo dann Kickers gespielt haben. Einfach mal geguckt und dann so, sagen wir mal mit 17 war ich auch schon so ein bisschen in der dritten Halbzeitfraktion drin. Mhm. Da war ich dann auch in Solingen und habe zum ersten Mal auch Offenbacher kennengelernt. Und wir haben uns dann gemeinsam gegen die Solinger auch gekloppt. Mhm. Und dann war natürlich klar, das ist natürlich eine Fanfreundschaft, die ist wirklich gefestigt. Mhm. Und dann war ich zum ersten Mal in Offenbach, ich meine, das war 87, da müsste man mal googeln, Aufstiegsspiele vom Kickers, Aufstieg in die zweite Liga gegen Bayreuth. Mhm. Spielverein Bayreuth, die haben 5-0 gewonnen, die Kickers. Mhm. Stadion war auch voll, Stimmung war geil. Erste Mal für mich Biberer Berg, aber ich meine, ich war 17 oder so. Mhm. Und da war natürlich auch klar, ich war direkt auf dem Spielfeld auch, nach dem Spiel, ne, über den Zaun, das war ja in Offenbach eh üblich früher. Mhm. Vom Block 1 oder 2 dann aufs Feld und dann ja, die Mannschaft gefeiert und ja, das war für mich auch ganz klar, das ist mein Ding. Ne? Krass. Und da war ich auch ganz oft in Offenbach danach, die Jahre und auch noch in den 90ern. Also teilweise, weiß ich nicht, alle drei, vier Wochen am Biber gewesen. So, ne? Also ja, Wahnsinn. War, weil wir halt auch einen guten Draht zur ASF hatten. Halt in jungen Jahren schon hier mit Harald und so, die Leute,
die da rumliefen. Und das war natürlich eine Riesensache. Bis heute halt für mich, ne? Eine enge Freundschaft und Verbundenheit. Ne? Mhm. Ganz das ist klar. Echt krass. Das heißt, die Fanfreundschaft, der Ursprung war ja 81 wegen diesem Foul. Genau, Jürgen Gelsdorf an dem Bumkuntscher. Genau, richtig. Genau, ja. Wie ging es dann weiter? Ja, ich kenne es ja auch nur von Erzählungen. Ich kenne nämlich 5 verschiedene Versionen. Also ich kenne die Version, die muss aber meiner Meinung nach sehr stimmen, weil ich mit vielen Protagonisten gesprochen habe, die das auch erlebt haben. Mhm. Das war ja dieses Pokalspiel. Mhm. Ja, also erst kommt das Foul. Ja. In Leverkusen hat der Gelsdorf den Bumkuntscher umgesetzt. Mhm. Der Char damals war bei Frankfurt. Mhm. Dann gab es Morddrohungen gegen den Gelsdorf. Mhm. Und die Frankfurter haben Rache geschworen. Ja. Und dann hat der Bayer in Offenbach gespielt, im DFB-Pokal. Mhm. Wir haben, glaube ich, sogar 5-2 verloren bei euch damals. Mhm. Und dann das kann man sich ja gar nicht mehr forscht. Ja, das ist halt auch schon 40 Jahre her. Ne? Und ich meine sogar, das war 80, 81. Muss man eigentlich auch mal googeln, genau, wann dieses Spiel war. Und dann halt, da waren halt Frankfurter gewesen, halt wahrscheinlich auch Adlerfront und so, die dann halt den Leverkusener als Racheaktion aufs Maul hauen wollten. Mhm. Ne? Und vielleicht auch sogar den Gielsdorf kriegen wollten. Ist ja, wie auch immer, die sind dann in Offenbach eingelaufen. Und die Leverkusener wurden dann aus dem Gästeblock schützend quasi aufgenommen bei den Offenbachern. Mhm. Irgendwie, ne? Und die haben dann, klar, Frankfurt war ja eh schon damals der Erzfeind für den OFC, logischerweise. Ja. Und dann haben sich halt dann die Leverkusener Offenbach zusammengetan. Und krass. Und das müsste eigentlich so 99% so stimmen. Wenn da jemand eine andere Version noch hat, ich bin jetzt mal ganz gespannt, was du noch kennst. Also ja, das ist so, also ich habe 1000 Geschichten gehört, du weißt ja, wie es ist, wenn die Geschichten, je länger sie her sind, desto mehr wird dazu gedichtet, ja, und so weiter. Ja, das ist ja auch normal, klar. Genau, also deswegen, es gibt ja, klar, also diesen Grundkonstrukt, das ist so, aber was ich da gehört habe, von wegen, dass die nicht in den Gästeblock gelassen worden sind, sondern bei uns in die Kneipe irgendwie, gab es dann eine Version und ach, ich nicht. Es ist so viele Jahre, ich war noch nicht mal auf der Welt, also. Ja, okay. Ich schon, aber ich habe es nicht live mitgekriegt, weil ich habe es erst Jahre später halt erfahren, so, ne? Aber es ist schon krass, dass dann so eine Freundschaft draus entsteht, wegen einem Foul eigentlich. Wegen dem Foul, ne? Ja, ja. Genau. Das ist das, was Fußball doch eigentlich ausmacht. Das ist einfach schön, ne? Ja. Und es ist ja mit, ich glaube, Nürnberg-Schalke sind noch ein bisschen älter als unsere Freundschaft. Das weiß ich nicht, ja. Die haben auch irgendwie Anfang der 1980 irgendwie angefangen, also die sind die einzigen, die uns noch voraus sind, soweit ich weiß. Also ich nehme gerne auch unsere Hörer mit, wenn mir einer noch was berichten möchte, ob er eine längere Fanfreundschaft, die auch über eine ganze Fanszene ja geht. Also es wird ja in Offenbach und Leverkusen komplett getragen von allen, von Jung, von Alt, von Ultras, von Hools, von Kutten. Ne? Es gibt ja keine, ich kenne zum Beispiel niemanden, der die nicht tragen würde oder so, die da sagt, nee, mit Offenbach habe ich nichts zu tun oder so. Und ne? Das finde ich ja so krass. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, das finde ich so krass, weil als ich mit unseren Ultras gesprochen habe, also es gibt eine schöne Folge mit unserem Kollektiv. Ja. Also bei uns ist es so, dass einer von den Ultras hat sogar seine Freundin, also sogar der, sag mal, sehr bekannter Ultra, hat sogar seine Freundin in Leverkusen. Der hat gesagt, das ist mein zweiter Verein, da gibt's gar nichts. Ja? Also das ist, obwohl er, ich sage jetzt einfach mal, nicht zu dieser älteren Fraktion gehört, sondern ja, etwas jünger ist, so mein Alter, sag ich jetzt einfach mal. Ja. Und dass sich das über die ganzen Jahre so entwickelt hat und dass die Ultras auch heute untereinander so befreundet sind, ich glaube, das ist auch einzigartig, weil sonst gibt es ja immer so Freundschaften, sag mal, typisch gab es damals, kann ich mich noch erinnern, Dortmund, Hamburg war ja sowas, da gab es dann so ein paar Verzweigungen oder unter den Hools ist es ja auch mit uns, mit Karlsruhe so, dass wir was zu tun haben, aber wirklich, dass es sich über alle Fanlager ergibt, dass weiterhin diese Freundschaft so existiert, das ist einmalig. Ja, glaube ich auch. Also es ist sehr selten. Ne? Also unsere Jungen haben sich in den ersten Jahren auch schwer getan, weil es in Offenbach ja auch wenig Ultras gab. Das wurde ja, glaube ich, so ein bisschen abgelehnt, glaube ich. Bis heute. Ja, das ist in Offenbach ist ja eher so oldschool, ne, mit Support und so. Ne? Bis heute ist das Diskussion bei uns. Mhm. Tatsächlich. Ne? Und deshalb konnten unsere Ultras am Anfang auch nicht so viel mit Offenbach anfangen. Die haben es zwar jetzt nicht abgelehnt, die haben gesagt, ja gut, wir haben aber keinen Draht, wir haben da niemanden und so. Ich habe die zwar immer ermuntert, ja, fahrt da einfach mal mit uns oder so. Ne? Ja, aber irgendwann haben sie es halt gemacht und seitdem sind die auch total dicke. Ja, mega. Also ich kann dir ganz frisch sagen, ich war gestern Abend bei uns in unserem Clubhaus hier von den Schwarzen Wölfen, was hier bei mir im Decke ist. Können wir nachher gerne noch mal reingehen, wenn du magst. Ja, sehr gerne. Reinschneiden. Sehr gerne. Und da waren auch 2, 3 Offenbacher tatsächlich. Der eine wohnt inzwischen hier, weil er seine Freundin hat. Ich weiß gar nicht, ob das der ist, den du gerade erwähnt hast. Der wohnt jetzt in Leverkusen mit seiner Leverkusener Freundin. Und dann waren noch 1, 2 Jungs, die direkt aus Offenbach kamen, halt für eine Geburtstagsparty von einem von unseren Jungen. Wir haben da uns bei uns im Clubhaus richtig mal die Sause gemacht. Ja. Und haben gestern Abend noch zusammen in der Theke gesessen, Offenbacher Leverkusener. Super. Ne? Total geil. Und eine Stunde vorher war ich bei uns im Stadion, hatten eine Diskussion mit unseren Ultras und mit unserem Dachverein, mit der Nordkurve 12,
Das ging ein bisschen darum, wie die Fanszene sich nochmal verbessert, besser strukturiert, besser Zusammenhalt, bessere Stimmung, so ein bisschen so nochmal so einen Push geben. Und da war auch der Theo von dem ersten Fanclub, mit dem ich letztens auch ein langes Interview hatte, mehrere Teile hier über die Fanszene in den 70ern. Und dessen Frau ist ja auch aus Offenbach, verheiratet. Theo ist einer der Ältesten, die die Freundschaft, Fanfreundschaft leben, wenn nicht sogar der Älteste. Und ist mit einer Offenbacherin verheiratet seit Jahren. Aber hat das was mit der Fanfreundschaft zu tun, oder? Ja, die haben sich natürlich in Offenbach irgendwann mal kennengelernt. Ja, super. Ja, was denn sonst? Dann sollte er eigentlich mal Jürgen Gels doch dafür danken, oder? Jürgen Gels müssten wir eigentlich mal vors Mikro holen und Bunk und Schar am besten noch. Genau. Und die sollen das mal erzählen. Witzigerweise hat der Schar ja ein paar Jahre später bei uns gespielt, ne? Ja. Er ist ja 88 mit uns UEFA-Cup-Sieger geworden. Ja. Und ich habe den sogar mal kennengelernt. Wir haben nämlich mal so vor, ich glaube vor 8 Jahren, muss es gewesen sein, 2013, ein Spiel gemacht, Fans von 1988 gegen die Spieler von 88. Mhm. Und dann war der Bumkun Shah halt tatsächlich auch aus Korea angereist. Ja, und so, krass. Aber den muss ich mal zu unserer Fanfreundschaft befragen, ob er das überhaupt weiß. Wahrscheinlich weiß er es gar nicht. Ja, aber das siehst du einfach mal, was das ausmacht im Fußball. Ja. Ne? Diese kleinen Ereignisse, was die auslösen können. Und das ist einfach grandios. Ja, wie gesagt, diese Ehen und Freundschaften, die es gibt. Ne? Also ja. Ich finde das ja super. Ne? Aber das ist es doch auch, was ist, wie soll ich sagen, 40 Jahre kommt ja nicht von irgendwo her. Sondern man hat die Fanfreundschaft ja auch gepflegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie ja nie gepflegt. Ja? Mhm. Für mich war Leverkusen fremd. Vielleicht ist es durch dich jetzt ein kleiner Einstieg, man das weiß es nicht. Auch bei uns hier im Stadion? Natürlich, klar, natürlich. Also ich war schon sehr oft im Stadion, ja. Aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie was mit irgendwelchen Leverkusen was zu tun hatte. Okay. Also ich bin hingefahren, habe mir es angeschaut und bin wieder heimgefahren. Ganz. Du hast dann zu Leverkusen auch gehalten natürlich. Ja, natürlich, mal. Klar, ich habe sogar eure Hymne mitgesungen. Falsches, ne? Ja, selbst meine kleine Anekdote, mein Ex-Schwager inzwischen ist Amerikaner, den habe ich dann mit nach Leverkusen genommen. Okay. Und er hat bis heute den Klingelton von Leverkusen, also die Hymne, dieses gezogen Leverkusen als sein Klingelton, diese Hymne. Echt? Weil er es so lustig fand, dieses Wort. Er spricht kein Deutsch und nur amerikanisch. Ja. Dieses Wort fand er so cool und dieses Ganze, dass es bis heute seine Hymne ist. Also ja, ich war häufig im Stadion, habe auch häufig, das heißt häufig, ja. Wahrscheinlich für so Leute wie dich nicht so häufig, aber schon ab und an. Ja? Müssen wir jetzt nicht konkurrieren. Ja, aber klar, dann werde ich dir jetzt den Einstieg natürlich dann ermöglichen. Also bei irgendeinem Heimspiel demnächst kommst du mal rum oder beim Auswärtsspiel. Und dann werden wir zusammen, stelle ich dir mal ein paar Leute vor oder so. Cool. Dann bist du dann natürlich drin. Ne? Also, okay. Ich muss es, ja, also sehr, sehr gerne. Nehme ich sehr, sehr gerne an die Einladung. Machen wir. Ja, also ich meine, klar, ich bin jetzt seit 34 Jahren war ich auf dem Biber und ich weiß nicht, wie oft ich da war, keine Ahnung. Kann ich ja nicht sagen. Ne? Ich bin ja mit Kickers auch auswärts gewesen, auch gerade in den 90ern verstärkt. Gerade im Krawalltourismus haben wir natürlich viele Highlights mitgenommen. Ich war sogar mal bei irgendeinem Hallenturnier in Frankfurt gewesen mit den Offenbachern und so. Und wo es dann natürlich auch dann richtig Sache ging. Ja, klar. Also auch im Knast gesessen für den OFC schon und so. Ne? Oh. Ja klar, festgenommen wurde man doch früher öfter mal. Für eine Nacht halt oder so. Ja, also ich habe es auch immer gelebt. Ne? Also für mich war es immer wichtig, habe ich auch in mehreren Podcasts schon erwähnt. Also ja. Für mich war es immer wichtig. Wir hatten auch mal ein paar Jahre, wo es ein bisschen ruhiger war. Ne? Mhm. Ja, irgendwie, man hat sich nicht ganz aus den Augen verloren, aber ich war auch mal 2 oder 3 Jahre am Stück gar nicht in Offenbach. Aber was ist es denn da? Warum ist denn die Fanfreundschaft? Also ich meine, es gibt ja viele Vereine, die Fanfreundschaften hatten in der Bundesliga ja, und so weiter. Beziehungsweise in Fußball Deutschland. Was ist es denn, was diese Fanfreundschaft so besonders macht? Oder beziehungsweise, warum haben diese Fans von Offenbacher Seite als auch von Leverkusen die so intensiv gelebt? Über diese ganzen 40 Jahre. Mhm. Ich meine, ich habe mir mal Gedanken drum gemacht. Liegt es vielleicht daran, dass die Leverkusener Fanszene vielleicht ein bisschen kleiner war als vielleicht eine Gladbacher Fanszene? Lag es vielleicht daran? Lag es bei den Offenbachern vielleicht daran, dass man, ja, internationalen Fußball sehen wollte, ja, dass man vielleicht mit Leverkusen auswärts gefahren ist, eine Champions League oder ähnliches auch später? Gute Frage. Also habe ich mir noch nie so richtig einen Kopf gemacht. Tatsächlich kann ich dir voll zustimmen, dass eine Fanszene oder zwei Fanszenen müssen auch in gewisser Weise zueinander passen. Mhm. Tatsächlich, sagen wir mal, es kommt jetzt nicht auf die Anzahl der Fans an, aber sowieso, die Fanszene hat ja so ein Standing. Mhm. Also Offenbach hat mit Sicherheit Anfang der 80er ein größeres Standing gehabt als Leverkusen, ganz garantiert. Ja. Aber später hat es sich vielleicht ein bisschen angeglichen und ihr seid ja für eure Verhältnisse, dass ihr in der Regionalliga spielt seit vielen Jahren, immer noch eine gute Fanszene, eine treue Fanszene, was ja wichtig ist. Ich glaube, die Städte passen ganz gut zusammen, Offenbach und Leverkusen, von der Größe her auch ein bisschen schmuddelig, nicht wirklich viele Sehenswürdigkeiten, da ist man sich sehr gleich. Mhm. Und wie gesagt, die Art und Weise der Fanszene und auch die Größe oder die Bedeutung, sage ich jetzt mal ganz inhaltsschwanger,
ist wichtig. Tatsächlich kann ich dir berichten, wir haben ja seit 2013 eine Freundschaft mit Brighton & Hove in England. So, die habe ich auch mit ein bisschen aufgebaut. Mhm. Das kommt mir öfter schon mal zu Pass, sowas, das, oder es fliegt mir halt zu. Und tatsächlich, wir hatten ja vorher schon ein bisschen Kontakte zu Tottenham Hotspurs, auch über, zu den Hools und so weiter, ein paar Jahre vorher schon. Und als wir dann Brighton kennengelernt haben, auch dank Tottenham, habe ich sofort zu meinen Kumpels, zu meinen engen Vertrauten gesagt, pass mal auf, Brighton ist super, das passt viel besser. Mhm. Ne, Brighton ist auch eine kleinere Firm in England, nicht so wie Tottenham, er hat ja 10.000 von Anhängern, die haben 600 Hools und so weiter. Ne? Mhm. Was sollen wir denn mit unter Leverkusen dann, mit Tottenham? Mhm. Das passt ja gar nicht, ne? Weil das, der eine Partner ist einfach viel zu übermächtig eigentlich. Ne? Mhm. So, und Brighton, habe ich gesagt, das ist top, das passt 1:1. Die haben ungefähr auch 100 Hools oder so und von der Fanszene, die haben ein Stadion mit 30.000, so wie wir, das passt. Mhm. Und siehe da, es funktioniert tadellos seit 8 Jahren. Ne? Hm. Und das, tatsächlich habe ich mir damals diese Gedanken gemacht, was man natürlich offenbar damals nicht gemacht haben. Da ist mir reingewachsen. Ne? Ja, ja, klar. Aber ich glaube, der Schlag Mensch muss auch passen. Man muss sich schon irgendwie so verstehen. Ne? Hm. Ne? Ich glaube, die Leute, die ich kennengelernt habe, die haben super gepasst. Ich habe ja Freundschaften bis heute, ne? Zu vielen Leuten in Offenbach. Und es liegt natürlich auch an den einzelnen Leuten, dass die auch was draus machen. Ne? Man muss genau das ist halten. Ne? Man muss sich auch immer mal wieder hinfahren oder sich treffen und zu Partys, zu Geburtstagen, zur Hochzeit. Also ich habe ja schon alles erlebt. Ich war auch auf der Beerdigung von Streu zum Beispiel, haben wir eben drüber gesprochen. Ne? Das war mir halt auch wichtig. Den Streu kannte ich halt seit über 30 Jahren. Ja. So, und auch wenn ich mal den 2 Jahre gar nicht gesehen habe, dann treffe ich den bei irgendeinem Länderspiel, keine Ahnung, in Spanien oder sonst irgendwo. Mhm. Und dann fällt man sich um den Hals und freut sich ein Loch im Bauch. Ne? Mhm. Und kann den ganzen Tag zusammen irgendwo um die Häuser ziehen. Ne? Mhm. So, das, also was habe ich auch mit Harald zum Beispiel von der ASF, ne? Kenne ich so ewig und wir können uns nach 20 Jahren nicht sehen und treffen uns wieder und sind sofort die dicksten Kumpels. Da wird nichts zwischen uns kommen. Ne? Das ist so, ich weiß nicht, ja? Ich finde das total faszinierend, weil das ist halt genau das, was ich, beziehungsweise der Grund, warum ich ja irgendwann mal auch in Richtung Offenbach gegangen bin, weil ich eben genau das gesucht habe. Mhm. Ich meine, der moderne Fußball, wir wissen es, es wird alles immer anonymer. Ja. Die Leute essen Popcorn auf der Tribüne, trinken ihren Latte Macchiato und fahren so schnell wie möglich. Gehen am liebsten noch in der 70. Minute, damit sie noch auf eine leere Autobahn kommen. Mhm. Es wird ja alles immer anonymer. Überhaupt diese gesamte Gesellschaft entwickelt sich ja immer in dieses Anonymere rein. Mhm. Und im Fußball habe ich das Gefühl, gibt es immer noch mehr diese Verbandelung, Freunde, Freundschaften und so weiter. Herzlichkeit, Zuverlässigkeit, Leidenschaft, Loyalität. Und vor allem, und das ist ein Punkt, den ich so toll und so wichtig finde, es ist Alter egal, es ist sozialer Stand komplett egal. Ja. Weil ich glaube, wenn du jetzt Rechtsanwalt bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden kennenlernst, den du dich gut anfreundest, der irgendwo, ich sag jetzt mal, unter Tage arbeitet, ist sehr gering. Ja. Im Fußball ist sowas absolut möglich. Das ist ein super spannender Punkt, was du gerade da vorbringst. Ich finde das so geil, weil gerade, wenn ich jetzt nur die Offenbacher nehme, ich kenne ja auch Leute aus Stuttgart, aus Hamburg und sonst wo, bei den allermeisten habe ich überhaupt keine Ahnung, was die arbeiten. Ja. Keinen blanken Schimmer, ob es denen finanziell gut geht oder nicht. Ja. Das kriegt man zwar ab und zu mal mit. Ja. Das kommt so am Rande vielleicht, wenn wir jetzt uns verabreden und sagen, pass auf, wir fahren jetzt nach Paris. Ne? Ihr fahrt alle mit und so. Ne? Und wenn dann einer sagt, ja, scheiße, ich habe keine Kohle, ne? Dann kann man sich vielleicht zusammendenken, aber selbst da habe ich auch schon einem aus Offenbach 50 Euro zugesteckt. Pass mal auf, für deine Reise. Alles gut, ne? Mhm. So, aber dieses Thema Arbeit spielt beim Fußball fast nie eine Rolle. Nee. Ne? Ich kenne den Harald seit 40 Jahren, ich habe keine Ahnung, wo der arbeitet. Ich weiß, dass er mit einem Frankfurter zusammenarbeitet in der Firma. Das weiß ich. Aber was die tun, keine Ahnung. Weil es juckt keinen. Ja, genau. Ist das scheißegal, ob einer einen hohen Standing hat oder Manager ist oder nicht. Genau, richtig. Interessiert mich nicht. Genau. Ne? Genau wie es bei mir auch kaum einen interessiert. Ich freue mich auch, wenn mich keiner fragt, was ich arbeite, ne? Weil es einfach keine Rolle spielt. Mhm. Super, super Thema eigentlich. Ne? Absolut. Ich sage das immer wieder. Also wenn ich zum Beispiel, ich bin einmal nach Prag auswärts gefahren, gar nicht so lange her, 2 Jahre oder so mit der deutschen Nationalmannschaft. Und deren Mannschaft? Ja, ich nenne sie weiterhin. Genau. Okay, aber. Also du weißt ja ganz genau, wir sagen ja immer, das Spiel ist nur Ballast. Ja, wir fahren ja aus anderen Gründen dahin. Und immer wenn es dann heißt, Leute, wir müssen los, gleich geht's Spiel los. Och nö, lass doch eine Kneipe bleiben. Ja, genau. Auf jeden Fall sind wir nach Prag gefahren und wir hatten einen 9er-Bus gehabt und da waren halt wirklich alle vertreten. Also es waren, ich glaube, der Älteste war 63 und der Jüngste war, ich weiß gar nicht, 22. Mhm. Super. Von extrem wohlhabend bis hin zu Student, gar kein Geld, war alles dabei. Es hat wunderbar funktioniert. Wir hatten eine Bombenfahrt. Oder noch schöneres Beispiel auch, als ich damals nach Bordeaux gefahren bin, Europameisterschaft 2016, letzte war das ja dann irgendwie,
Auf einmal war dann hier der Kollege mit der Zaunfahne Erberon dabei, bei mir auf einmal im Bus gesessen. Dann war der noch einer aus Hamburg dabei, dann war der nächste Kaiserslautern, alles Fahrer dabei. Und das hat wunderbar funktioniert. Man hat den Bus geteilt. Mhm. Und ich, wie gesagt, es ist vollkommen egal, wie alt die Leute sind, was die an Schotter in der Tasche haben. Man hat das Thema Fußball und irgendwie klappt das. Das funktioniert, ne? Das ist so schön. Ja, ich genieße das ja auch mit Leuten von, egal von welchem Verein die sind. Ich habe so viele Kölner, die ich inzwischen gut kenne, mit denen ich mich wunderbar verstehe, weil wir halt der gleiche Schlag Mensch sind. Das kommt ja immer, dieses Thema kommt immer wieder vor. Wir sind die gleichen Typen. Ja. Wenn wir zufällig in der gleichen Stadt aufgewachsen wären, wären wir die besten Kumpels gewesen. Ja. So haben wir uns halt 30 Jahre auf die Fresse gehauen. Ja. Aber jetzt können wir uns auch verstehen oder auch mitbringen zusammen. Es ist Weltklasse. Das mit dem Stadion fand ich gerade auch eine super Idee, weil das geht auch immer weiter dahin. Ich kann ja mit dem modernen Fußball auch genauso wenig anfangen. Mich kotzt es eigentlich nur noch an. Auch gerade Bundesliga ist echt schwierig geworden manchmal. Und wenn ich jetzt so coole Auswärtsfahrten mache, ob jetzt nach Freiburg oder so, ne? Ich war schon 5 Tage in Freiburg, aber zum Skifahren, mit den Freiburger Jungs um die Häuser zu ziehen, zu saufen, zu feiern. Und ich habe schon mal gesagt, lass uns doch vorm Spiel sonntags dann nach Hause fahren. Mhm. Ne? Was sollen wir denn noch im Stadion? Wir haben doch 5 Tage Auswärtsfahrt gehabt. Ja. Rund um das Spiel Freiburg gegen Leverkusen. Ja. Aber das Spiel brauche ich gerade gar nicht. Das können wir doch schön im Radio hören, wenn wir auf der Autobahn sind. Es ist, oder? Du hast vollkommen recht. Und genauso ist es ja mit der Nationalmannschaft. Ja. Das Interessante ist aber, wenn du es versuchen würdest, diese Leute aus, ich sag mal, da ist Rostock dabei, Lübeck, HSV ganz viel, also wirklich ganz Deutschland, Fußball-Deutschland ist vertreten, ja. Schweinfurt, Trier, also die kuriosesten Vereine zum Teil. Wenn du denen sagen würdest, hör mal zu, Leute, einmal im Jahr treffen wir uns und gehen ordentlich einen Saufen ohne Fußball, da würde die Hälfte gar nicht reagieren. Mhm. Die andere Hälfte würde sagen, oh, geht nicht, ich muss morgen in den Zoo mit meiner Kleinen oder was weiß ich was. Das würde nicht zustande kommen. Mhm. Und durch dieses Spiel, durch dieses Ereignis, und das finde ich ja das Interessante, haben die Leute die Zeit, die nehmen sich die Zeit, dahin zu fahren, und das ist dann Halligalli. Das Spielen an sich interessiert dann am Ende dann doch kaum einen. Es geht eigentlich nur ums Drumherum, ne? Genau. Um Leute treffen. Tatsächlich, genau der Gedanke, den hatten wir auch letztes Jahr, wo wir auch wegen meinem Podcast oder dank meinem Podcast so ein Hultreffen gemacht haben. Das war auch in Hessen mit über 100 Mann von überall. Und irgendwie war der Tenor so, lass uns mal wieder gemeinsam irgendwo hinfahren. Mhm. Es ging jetzt auch gar nicht um Krawall, klar, sind alle über 50. Mhm. Aber halt dieses Länderspielereignis drumherum, in der Kneipe sitzen, ganz da rumziehen, Leute treffen, quatschen. Da hatten alle Bock drauf. Mhm. Wir haben uns sogar schon auch ein Länderspiel rausgedrückt. Gut, Corona ist natürlich jetzt schwierig. Aber tatsächlich wäre es genauso, wie du sagst, für ein Länderspiel kommen ganz viele zusammen. Wahrscheinlich wird niemand von uns ins Stadion gehen. Ja. Scheißegal. Genau. Ganz vereinzelt haben welche gesagt, ja, wenn wir Karten kriegen, können wir reingehen. Aber dann haben die meisten direkt so, ja, dann geh du mal rein. Mhm. Ich nicht. Mhm. Ich kann 3-4 Tage im Ausland irgendwo rumhängen, Hotel und saufen und machen und tun. Aber Stadion? Mhm. Aber jetzt kommt aber ein interessanter Gedanke. Bitte. Warum? Also ich meine, ganz ehrlich, der DFB hat ja alles dafür getan, um uns, in Anführungszeichen, aus dem Stadion zu verbannen. Ja, natürlich. So. Warum holen wir uns das nicht endlich mal zurück? Also verstehst du, was mich? Mhm. Ich hab mir diese Frage gestellt. Also ich habe jetzt im Social Media liest du jetzt viel nach während dieser Europameisterschaft. Die Leute schreiben, beschweren sich, die Mannschaft hier ist, das ist scheiße und der ist schlecht und das ist kacke und ich gehe nicht mehr ins Stadion, weil. So. Mhm. Jetzt denke ich mir so, warum gehen wir nicht erst recht und holen uns diese ganze Nummer zurück? Kriegen wir es nicht irgendwie hin, dass ich zum Beispiel ich weiß jetzt nicht. Das sind reine Spinnen, also das war dieser Gedanke, der mir in dem Moment... Ist immer gut. Mach. Genau. Dieses Ultras, irgendwelche kommen, übernehmen wirklich diese Stimmung, übernehmen wirklich diese, wie soll ich sagen, dieses Klatschpappenpublikum wird einfach mal, zurückgedrängt, wir sind wieder im Block und es geht wieder ab. Kriegen wir das nicht irgendwie hin, dass wir uns unsere Nationalmannschaft, so ist doch so traurig, dass kaum einer noch sagt, ich identifiziere mich mit dieser Nummer. Ja, und ich würde mich gerne mal, also wenn ich, noch mal, viele sagen, oh, 1990, das war der Hammer, ja. 94 war Bombe, selbst 98 und so weiter. Ja. Aber verdammt nochmal, ja. Interessant, habe ich jetzt so, finde ich super, also ich mag ja diese Spinnerei eh, ne? Spinnereien sind schon so viele gute Sachen erwachsen und entstanden. Ja, tatsächlich, ich kenne euch, ich rede auch nur mit Leuten, die mir sagen, interessiert mich nicht mehr. Ja. Also, unsere Jungen gerade, unsere Ultras sozusagen, Nationalmannschaft, kenne ich gar nicht. Was ist das? So war ich noch nie, ne? Weil die da reingewachsen sind, dass es scheiße ist. Wir, klar, wir sind doch groß geworden. Ich war ja auch noch bei der WM 2014, wo schon alle total gegen UEFA und alles am Stänkern waren. Hat ja keinen interessiert in der Öffentlichkeit. Ne?
Tatsächlich ist ein super Gedanke eigentlich, aber man müsste ja massiv an Karten kommen, ne? Irgendwie über viele Kanäle. Genau. Ich glaube, wir würden sogar eine ganze Menge Leute finden, die mitkommen würden, wenn wir mal so ein bisschen Aufruf machen, auch in allen Szenen. Nur da darfst du halt nicht wieder dieses, weißt du, also zum Beispiel Prag war ja das Problem, dass dann sofort, ich sage jetzt einfach mal, es gab einen Blocksturm und es gab so ein paar Fans, die ja dominiert haben und viel Bengalos gezündet, also im Sinne von, wie soll ich sagen, direkt erstmal ein Hardcore-negatives Bild geschaffen haben, sodass die Presse natürlich sofort gefundenes Fressen hatte und irgendwelche Geschichten erdichtet hat. Ja. Ich meine, ich war selbst dabei, ich habe selbst erlebt. Die Hälfte davon, was in der Presse stand, war einfach erstunken und erlogen. Aber wenn man das einfach irgendwie positiv verpackt, die ersten Erlebnisse, alle wieder zusammen und sich einfach diese verdammte Nationalmannschaft, zumindest auf der Tribüne, sich wiederholen, ich glaube, also das würde ich gerne machen. Ich fahre nämlich mit der Nationalmannschaft weiterhin. Also ich war auch bei dieser komischen, was war das, wie heißt das denn, dieses neue Modell? Nations League? Nations League? Ja, da war ich dann auch in Holland dabei. Ja, Wahnsinn. Er hat mich null interessiert. Ja, aber war ja zum Beispiel auch die Karlsbande von Aachen war dabei, vertreten mit vielen. Auch einige Althools waren dabei. Also es waren schon einige dabei. Mhm. Und ich war auch, wie gesagt, bei diesen ganzen Qualifikationsspielen, große Turnier jetzt weniger. Und da muss ich, immer wenn ich das sage, dass ich da hinfahre, sagen alle, echt? Was willst du da? Kannst du mir Bilder vorstellen. Ja? Aber du hast recht, eigentlich müsste man wieder hingehen, aber du musst ja natürlich echt Manpower haben. Und dann muss es natürlich auch in geordneten Bahnen laufen, das darf nicht eskalieren, aber man muss ja gehört sein und gehört werden. Also ich kann mich erinnern, 2004 in Portugal war es nochmal so, war ja auch Deutschland-Holland, erstes Spiel in Porto. Mhm. Da hat man noch eine Kurve, die rumgeschrien hat mit ein paar tausend Leuten. Mhm. Die dann auch mal böse Angst gesungen hat oder so und halt auch angefeuert hat und mitgegangen ist 90 Minuten. Ne? Ja. Und danach, in Brasilien ging es so, da waren ja auch ein paar tausend Deutsche. Aber es war halt schon anders. Und halt, wie gesagt, was du auch sagst, diese Klatschpappen-Leute, wenn ich diese Leute sehe, die im ganzen Leben noch nie im Stadion waren, und dann gehen sie zur Nationalmannschaft oder bei irgendeiner WM ins Stadion, und, um dabei zu sein als Event, boah, da könnte ich so kotzen. Mhm. Ich könnte heulen, schreien und lachen gleichzeitig. Ne? Ja. Gibt es aber überhaupt nicht. Was für ein Schwachsinn, ne? Ja, verkleidet wie so ein Tannenbaum geschmückt. Oh, diese Perücken und angemalt. Oh, ey. Schreikrampf, ne? Aber vorher hast du noch 500 Euro mit DFB-Fanshop auch gelassen. Ja. Coca-Cola-Fanclub-Nationalmannschaft. Gibt's nicht mehr. Echt? Haben wir also, das geschafft? Nee, also Fan, aber es gibt Coca-Cola nicht mehr. Oh, sind die rausgegangen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich zu wenig gezahlt, so einen neuen Sponsor. Qatar Airways, habe ich gehört, das ist na egal. ja, genau. Also wie gesagt. Heuchler vor dem Herrn, ne? Aber genau das ist dieses Thema. Fußballfans, also beziehungsweise warum gehen wir zum Fußball? Ich glaube, wenn wir Menschen nicht zusammenbringen würden oder zusammenkommen würden, wäre der Fußball uninteressant. Und wir lassen uns das, also das ist so. Das war so ein Gedanke während dieser kläglichen Europameisterschaft. Das ganze Internet war irgendwie, das ist nicht meine Mannschaft und ich gucke das Ganze nicht mehr. Ich drücke dem, was weiß ich, dem und dem die Daumen. Ich gucke nur noch auf meinen eigenen Verein, bla bla bla. Mhm. Warum holen wir uns das nicht zurück? Weil wenn ich das so sehe, ja. Ja. Ich habe mal mit einem polnischen Hooligan gesprochen. Ich habe ja so polnische Wurzeln, kann man ja sagen. Okay. Und habe ein bisschen was mit Lechia Gdańsk zu tun, also Danzig. Danzig, ja, da war ich schon mal, ja. Genau, und ich habe mit denen was zu tun und der hat mal zu mir gesagt, Nationalmannschaft spielt gar keine Rolle. In Polen jetzt? Null, also für die Hools, Nullinger. Und die beneiden aber die Deutschen, dass wir so eine Nationalmannschaft haben, der wir uns zu identifizieren. Ja gut. Wie lange ist das her, das Gespräch? So lange ist das gar nicht, 15 Jahre. Vor 15 Jahren. Ja. Ja, gut, ist ja schon länger her. Ja, aber damals konnten wir uns noch halbwegs damit. Ja, ja. Genau. Haben wir noch mitgefiebert. Genau. Und da muss ich wirklich sagen, also es war so kurz vor der WM 2006 war das. Mhm. Und der hat damals gesagt, ja, wir beneiden euch so und das wird jetzt hier dieses Riesenvolksfest in Deutschland und so weiter. Und wir haben das gar nicht. Bei uns geht es ja nur noch darum, unsere Hood. Und wenn du mit der Nationalmannschaft irgendwas zu tun hast, geht gar nicht. Aber in jeder anderen Sportart sind die voll dahinter, selbst beim Biathlon. Sind die Mega-Nationalisten so ungefähr. Ich glaube, die haben beim Skispringen, haben sie da nicht Leute mit Flaschen beworfen, die Springer? Ja, kann sein. Die Polen. Kann sein. Also das ist ich weiß gar nicht, wie das da heißt. Zabajone oder keine Ahnung. Zakopane, ja. Mascarpone, ja. Ich habe voll die Ahnung. Das habe ich mal gehört, dass die da total ausgerastet sind. Ja, genau. Ich muss mir vorstellen, der Skispringer kommt von der Schanze und dann kriegt er Flaschen um die Ohren geschmissen. Es gibt sogar beim Motocross in Polen, wo die dann wirklich im Kreis fahren mit Motorrädern in so einem Dreck. Keine Ahnung, wie man das nennt.
Ja. Motocross, glaube ich, oder so. Ja. Ich glaub, gibt's ja. Hools und Ultras. Speedway oder? Genau, Speedway. Das ist der Speedway heißt das, ja. Da gibt's Hools und Ultras. Also nur einfach mal zu sagen, die waren neidisch auf uns, dass wir diese Nationalmannschaft hatten, dass wir diesen Nationalstolz haben, weil sie so diesen, das Ganze ablehnen. Ja? Mhm. Und also Nationalstolz im Fußball meine ich jetzt. Okay. Und das so ablehnen. Und ja, und wir sind jetzt da, wo die damals waren, als ich mit ihm gesprochen habe. Mhm. Wir sind jetzt genau an diesem Nichts Punkt. Quasi. Ne? Genau. Ja. Ja, es ist traurig, ne? Aber ganz ehrlich, ich meine, ich muss da jetzt mal drüber nachdenken. Ich muss das auch erstmal sacken lassen. Ja, ja. Ich meine, finde deine Idee eigentlich super. Aber mit dem DFB kann ja keiner was anfangen. Das ist ja, ja total durch, das Thema. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das jemals wieder gekittet werden kann. Ja. Dass der normale Fußballfan mit dem DFB oder so ja, irgendwie seinen Frieden machen könnte. Ja. Ich kenne ja keinen. Ja, die deutsche Nationalmannschaft nochmal anzufeuern, gut, das kann ich mir schon vorstellen, aber es muss sich halt irgendwie viel tun. Oder wir müssen uns halt irgendwie abkapseln. Klar, dass wir das Stadion wieder übernehmen und die Kurve und laut sind und feiern. Aber kannst du das irgendwie mit diesem Hintergedanken, dass mich die Mannschaft eigentlich gar nicht so richtig interessiert oder dass ich da überhaupt keine Nähe spüre und so. Weißt du, was ich meine? Du bist ja schon so ein bisschen in der Zwickmühle irgendwie, ne? Aber die Zwickmühle wurde ja künstlich geschaffen vom DFB. Okay, ja, schon, ja. Also der DFB hat ja das immer weiter dir weggenommen. Ja. Jetzt musst du dir das halt Schritt für Schritt wieder zurückholen. Mhm. Und natürlich ist das ein Weg. Aber vom Zuhause sitzen und sagen, ne, das mache ich nicht mehr. Davon ändert sich halt auch nichts. Und wir haben ja vorhin dieses kurze Gespräch gehabt, so dieses, bis in Deutschland sich mal jemand irgendwie wehrt, muss schon viel passieren. Ja, ja, alles zu bequem und zu... Genau, und ich glaube halt, gerade in diesem modernen Fußball, und es wird irgendwann kommen, diese großen Investmentgesellschaften, Oligarchen und wie sie nicht alle heißen, die werden uns Schritt für Schritt übernehmen. Das ist einfach Fakt. Mhm. Irgendwann wird es kommen. Und RB ist ja quasi ja, der Beginn des Ganzen. Kassenball. Richtig. der Beginn des Ganzen. Und dass sich einfach, wenn du dich nicht anfängst zu wehren, dann ja, man muss sich wehren. Bin ich total bei dir. Ne? Das machen zu wenige. Vielleicht sind die Fußballfans aber mit diejenigen, die überhaupt noch aufstehen und wo eine Chance besteht, dass man was ändert. Ne? Mhm. Da glaube ich ja schon an die Fußballfans. Ich glaube, das sind doch Leute, die wirklich auch einen Arsch in der Hose haben, wo eine Chance besteht. Bei anderen normalen Dingen, glaube ich, ist schon vieles dadurch. Ne? Also unsere Gesellschaft ist ja eh schon schrottreif, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wenn man so viele Sachen mitkriegt. Also ich will jetzt auch gar nicht über Politik oder so reden oder Corona, aber es ist schon vieles im Argen, ne? Zwischenmenschlichkeit, aber vor allem, wie gesagt, was ich halt einfach damit sagen möchte, ist, anstatt sich zurückzulehnen, zu sagen, nö, das ist nicht mehr meins, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich bleibe jetzt daheim und grill mit meinem Nachbarn und guck irgendwas anderes im Fernsehen, pack deine Jungs, fahr ins Stadion und hol dir das Ding wieder zurück. Und ich muss ehrlich sagen, es gab so Momente, wo ich gedacht habe, ich fahre auch nicht mehr mit der Nationalmannschaft, weil die natürlich am lautesten schreien, also im Sinne von Toleranz und so weiter, waren dann mir gegenüber intolerant, obwohl ich einfach nur eine Oldschool-Meinung vertrete, die jetzt überhaupt nicht politisch ist, sondern wirklich rein fußballtechnisch, ja. Mhm. Dass ich halt eben zum Beispiel Klatschpappen ablehne. Ja. Also Klatschpappenpublikum. Schwachsinn. Ja. Also was können wir jetzt tun? Ich meine, wir beide sind jetzt, oder du sagst jetzt, wir starten jetzt sowas mal. Wir können uns natürlich mal umhören, wie die Meinungen sind. Ich habe viele Kontakte. Ich fände das schon mal spannend. Wie gesagt, wir haben uns ja schon abgesprochen, dass man mal zu irgendeinem Länderspiel reist. Dass wir jetzt on top noch ins Stadion gehen, wäre jetzt noch ein Schmankerl obendrauf. Klar, die Frage ist, wie kommst du rein? Kriegst du wirklich Karten? Über den Gastverband dann quasi. Ja, man also muss beziehungsweise den Heimverband. Trickreich vorgehen natürlich. Genau. Aber das wäre jetzt mal eine Maßnahme, die man versuchen könnte. Ne? Und dann ich möchte einfach nur diesen Gedanken einfach mal wirklich raus in die Welt streuen. Denk mal darüber nach. Mhm. Ja, sich zurückzulehnen, zu sagen, die Mannschaft, die passt mir nicht, der Bierhof passt mir nicht, das passt mir nicht und so weiter und so fort. Mhm. Dann jetzt steh auf und werde ich dagegen, anstatt zu sagen, nee, ich will damit nichts mehr zu tun haben, es ist mir egal. Mhm. Weil eigentlich den meisten ist es nicht egal, sondern eigentlich hätten viele Lust auf eine Nationalmannschaft. Ja, total interessanter Punkt. Also wir haben ja jetzt auch die EM, die letzte, die jetzt hier war, diese, durch Corona und durch diese Zerhackung überall hin. Also jetzt bei der letzten EM habe ich tatsächlich erstmal mich selber beobachtet und auch meinen engsten Freundeskreis, alles Fußballfans seit 20, 30, 40 Jahren. Also es war noch nie so ein Desinteresse da, wie an dieser letzten EM, ne? Mhm. Dieser 2020 EM jetzt.
das hat echt kaum einen gejuckt. Die meisten haben gesagt, das kriege ich eigentlich gar nicht. Aber haben Sie die Spiele geguckt? Ja, zum Teil dann doch. Siehst du, und genau das ist es. So, ich habe mir vorher eigentlich gesagt, ich muss das gar nicht gucken. Aha. Ne? Aber jetzt hatten wir halt, wie gesagt, unser Clubhaus, was auch ganz frisch offen ist. Wir waren eigentlich mal froh, dass wir endlich mal wieder Leute reinkriegen, auch mal wieder ein paar Bier über die Theke reichen können. Genau. Und dann haben wir dann gesagt, klar, bei den deutschen Spielen machen wir natürlich auf. Ne? So. Dann habe ich gedacht, klar, dann komme ich natürlich aus. Ja, logisch, ne? Kann ich ja nicht zu Hause bleiben. Ich wohne ja auch nur 100 Meter entfernt. So, und dadurch alleine aber schon, habe ich dann gesagt, okay, dann gucke ich natürlich auch mit einem Auge in die Spiele. Und es hat mich, naja, also begeistert hat es mich nicht, aber ich habe natürlich schon hingeguckt. Und so ganz im Stillen hat man dann doch irgendwie ein bisschen mitgefiebert, tatsächlich. Ja. Ne? Wobei ich war überhaupt nicht enttäuscht, als Deutschland jetzt gegen England rausgeflogen ist. Das hat mich nicht berührt. Mhm. In Jahren zuvor war ich natürlich stinksauer und tagelang auch nicht ansprechbar, wenn die mal bei einem Turnier irgendwo rausgeflogen sind. Ne? Ist interessant, weil mich hat es geärgert, dass es England war. Ich hätte lieber gegen Ungarn verloren. Ja, gegen Ungarn war ich auch gar nicht, ja, war ich auch so hin und her gerissen. Aber was ich auch sagen wollte, also mich selber hat es deshalb gepackt, weil ich es halt auch in der Gemeinschaft geguckt habe dann. Ne? Genau. In der Kneipe mit den Leuten, mit seinen Freunden, wo man auch schon zusammen 100 Länderspiele geguckt hat. Genau. Was ja doch irgendwie wieder im Thema, ne? Und ich habe auch tatsächlich ein bisschen die Leute beobachtet, auch wo dann doch einige mitgegangen sind und dann Deutsche schießen ein Tor hier gegen Portugal, alle waren am Jubel, die ganze Kneipe. Und du denkst ja, eigentlich hat es doch keinen interessiert. Aber das ist dann wieder dieses Fußballding. Ne? Mhm. Du bist ja automatisch für deine Mannschaft. Ne? Mhm. Das kriegst du ja auch nicht raus. Mhm. Also das war schon spannend zu beobachten auch, ne? Und zu erleben. So, das war der erste Teil mit unserem Kneipengespräch mit AT in Leverkusen. Ich hoffe, es hat euch bis dahin gefallen. Es ist, wie gesagt, ein bisschen mehr Unterhaltung, ganz frei gesprochen. Und die weiteren Teile folgen dann im Laufe der Woche in der App Football's My First Love, beziehungsweise natürlich dann auch wie gewohnt auf YouTube. Heute verabschiede ich mich mal mit anderen Worten. Sonst sage ich ja immer nur der UFC und heute sage ich Bayer und der UFC. Bis ganz bald.